Und damit herzlich willkommen bei Benny und Steve. Mein Name ist Steve und wir spielen heute für euch Bandy and the Ink Machine. Und ich würde sagen, let's go! Let's go! Alter! Let's go! Das ist scheiße. Dear Henry, it seems like a lifetime since we work on a cartoon together. 30 years really slip away, doesn't it? If you're back in town, come visit an old workshop. There's something I need to show you. Your best pal, Joey Drew. Okay. Wir haben an einem Cartoon gearbeitet. Hard work, work happy. Warum siegt meine Maus noch? So. Kapitel 1. Bewegte Bilder. Schön. Alles klar, Joey. Ich bin hier. Mal sehen, ob wir das finden können, was du mir zeigen wolltest. Entdecke Joeys Geheimnis. Tipp, suche den Workshop. Alles klar. Ja, und das ist, naja, man sieht halt schon, wer hier irgendwie Modell stand letztendlich dafür. The Dancing Demon. Shepard's Song. Also es ist halt auch wahrscheinlich alles so angelegt, so an diese Cartoons der 40er Jahre oder so, ne? Würde ich jetzt mal sagen. So, was haben wir denn? Können wir irgendwas, was ist das hier? Das ist wahrscheinlich Bendy. Bendy ist sowas wie Mickey. Oh, warte mal, hier ist ein Schild. Art Apartment, Ink Machine, Theater und Break Room. Dreams come true. Hm. Okay. Gut, dann hier ist der Exit. Ich gehe mal wieder. Können wir den nicht schön einfach öffnen? Nee. Hey, here's my old desk. Oh, warte, ich hab ein bisschen lauter. Wir haben sie ja eine Stimme dazu. Das ist ja natürlich cool. Hallo? They knocked out a wall or two after I left. Guess it took a few people to replace me. Das sieht mir hier eigentlich aus wie der Workshop, oder? Wo gezeichnet wird? Ist das nicht? Ah, die ganzen Cartoons von damals irgendwie. Also die ganz alten Mickey-Sachen tatsächlich fand ich immer ein bisschen zu... Ja, die waren mir ein bisschen zu creepy tatsächlich. Also die ganz ursprünglichen Zeichnungen so irgendwann später hing natürlich alles irgendwie. Da war das ja sehr kinderfreundlich. Aber am Anfang war das tatsächlich eher unheimlich. So, kann ich mich ducken? Nee, kann ich hier... Warum ist denn ein Klo zugenagelt? Springen mit Späß? Delicious. So, irgendwas sagt mir, dass ich anscheinend noch nicht hier im Workshop bin. So, hier vorne haben wir noch was. Können wir hier irgendwas machen noch? Nee. Aber es ist alles auch so cool, so wie aus einem Karton ausgeschnitten. Und jetzt zeichnet. Das ist eine schön interessante Grafik. Ich finde sowas immer sehr, sehr schön. Mal was anderes. So, dann gehen wir hier mal lang. So, wenn ich jetzt, warte mal, aktuell jetzt hier entdecke Joes Geheimnis, tippe, ja, suche den Workshop. Wir haben den Workshop noch nicht gefunden. Wo ist der Workshop? Grafikstil fällt mir. Okay, und überall läuft hier Tinte durch. Na gut, wir schauen mal. Alles ist zu. Die Tintenmaschine. Ist die Tintenmaschine. Schön, wer ist heute mit Abwaschen dran? Mhm, so. Watch your step. Hey! Rübergesprungen. Oh, was? Okay, ich brauche Batterien. Die ich nicht habe, Akkus. Um wahrscheinlich hier diesen Aufzug oder irgendwas zu betätigen. Was haben wir hier? Oh, hallo. Da haben wir schon mal einen gefunden. Das finde ich, habe ich schon mal sehr gut gemacht. Hier ist noch eine. Das war ziemlich schwer, das Rätsel, aber wir haben die Quest gelöst. Ich erwarte eine maximale Belohnung dafür. Okay, lass die Inkmaschine. Die Mucke ist aber heftig dazu, Alter. Oh Gott. Kann ich hier rüberhüpfen? Neues Ziel. Schalte die Tintenmaschine ein. Okay, kann leider nicht über die Brüstung springen.
Schrank, Alter. Schön. Ich mag ja diesen schrulligen Grafikstil, ne? Ich bin da ein ganz großer Fan von. So, aber das Spiel wäre natürlich nicht auf dem Kanal, wenn es jetzt nicht auch eine Gruselkomponente hätte, ne? Oder halt eine Horrorkomponente. Und das darf man jetzt halt nicht vergessen, ne? Also. Oh. Sind wir Henry? Okay, wir haben so Steckkarte erstmal hier in die Steckuhr geballert und. Oh, warte mal, können wir Dart spielen? Oh, achso, nee, er hat es einfach bloß wieder zurückgenommen. Ich dachte jetzt hier dreimal geworfen. Ah, okay. Oh, warte mal, nochmal. Ist schon gleich erstmal bei so einem Scheiß hängen geblieben hier, wisst ihr? Oh, warte mal, war das Triple 1? Kann das sein? Eine 18? Ah, und eine 15. Okay, immer noch. Ich würde ja nochmal immer den Bullseye treffen. Knapp. Na? Ich weiß nicht, ob ich es getroffen habe, aber ich sag mal ja, ich hab's getroffen. Oh, was haben wir hier? Bacon-Suppe. Was? Okay, was? Warum nehme ich Suppe auf? Wozu Suppe? Na? Heißt Suppe Leben? Was ist es? Ja, den Office habe ich da. Bei der Maschine möchte ich nicht die Nadeln sehen. So, okay, hier kommen wir irgendwie nicht durch. Kann ich crouchen? Nee, nichts. Also hier kommen wir noch nicht durch. Okay, dann konnten wir jetzt hier einfach bloß diese Steckkarte quasi benutzen und uns ein bisschen Suppe holen. Schön. So, hier ist Licht an. Jetzt ist Licht aus. Okay. Hallo? Oh, da ist aber ein schönes Büro hier. He set us free. Finde ich gut. Haben wir gleich ein bisschen Musik, das ist schön. Ist so eine Büchse. Wozu sammle ich jetzt hier diese Büchsen? Alles fällt schon auseinander. Das ist ja toll. Oh, was ist das? Oh, Goofy! Oh my God. Joey, what were you doing? Alter, hol ihn raus! Who's laughing now? Oh Gott, Alter. Oh, Knochen? Was ist? Das ist ein Oberschenkelknochen, Alter. Was ist denn da los? Wer ist denn Boris der Wolf? Okay. Oh, krass. Oh. Hallo? Schön hier. Ich habe jetzt schon irgendwie total die Orientierung verloren. So, hier vorne bin ich jetzt gerade nach links gelaufen. Ich glaube jetzt nicht, dass ich ihn hier rausholen kann, oder? Also, oder warte mal, kann ich die Kerzen ausmachen? Nee. Rad drehen. Ja, irgendwo gibt es wahrscheinlich einen Mechanismus, wie man ihn quasi rausholen kann, wenn er denn überhaupt noch rauszuholen ist. Warte mal, hat der hier was oben? Ist sein Brustkorb offen oder was? Oh, Oma, Mann! Oh, wieso? Oh! Oh, voll gekriegt gerade. Fies! Fieser Jumpscare. Oh, warte mal, hier haben wir noch die Titten. How do I get this to work? Repariere die Tintenmaschine. Finde und platziere die Objekte. Ah, was, Alter? Okay. Ein Tintenfass, eine Note. Und eine Puppe. Was haben wir noch? Ein Buch.
Schraubenschlüssel und ein Zahnrad. Wo soll ich denn das jetzt alle bitte finden? Niedrig, size. Okay, der Niedrig ist sehr, sehr downsized hier. Okay, dann lass uns mal ein paar Sachen finden. Ja! Hallo. So, sind die jetzt erst da? Kann das sein? Ist hier noch, nee? Ist da eine Tür? Ist da eine Tür nicht? Eine Filmrolle. Ja, ein toller Laden. Also hier bin ich auch gespannt, was hier für tolle Cartoons wahrscheinlich rauskommen. Die werden die ganz tollen Dinger sein, wahrscheinlich. Überhaupt nicht verstörende Scheiße. Ich kenne die Hälfte von euch nicht halb so gut, wie ich es gern möchte, und ich mag weniger als die Hälfte von euch auch nur halb so gern, wie ihr es verdient. Mutti. Mach mal kurz leise. Bis jetzt verstehe ich Joeys Pläne für seine Firma nicht. Die Animationen werden bestimmt nicht rechtzeitig fertiggestellt. Und ich verstehe nicht, wozu wir diese Maschine brauchen. Sie ist laut und sie ist dreckig. Und wer braucht schon so viel Tinte? Außerdem, und jetzt halte dich fest, verlangte Joey von jedem von uns, dass er etwas von seinem Arbeitsplatz spendet. Lasst uns die Spenden auf diese kleine... Echt jetzt? Echt jetzt? Lasst uns die Spende auf diese kleine Podeste im Pausenraum stellen, um die Götter zu beschwichtigen, sagt Joey, damit die Arbeit gut läuft. Ich glaube, er hat den Verstand verloren. Aber okay, er stellt schließlich den Heilcheck aus. Aber ich sage dir was, wenn noch eine dieser Rohre bricht, bin ich heraus. Okay. Suppe, Suppe, Suppe. Noch mehr Suppe. Wozu brauchen wir diese Suppe? Was gucken wir hier uns hier an? Die stille Ecke? Bist du? I'm out of here. Ja, okay. Scheinbar müssen wir jetzt erstmal den großen Cartoon-Gott besänftigen. Suppe. Was soll ich mit dieser Suppe? Oh, die Puppe. Schön. Okay, cool. Wir haben die Puppe. Müssen wir die jetzt erst zurückbringen? Was ist das hier? Tintendruck. Aha, okay. Gut, hier müssen wir wahrscheinlich nochmal hin. Okay, wir haben 1 von 6. Ambitioniert. Ach, nee, 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 nee. So, dann schauen wir mal weiter. Und runter. Nee, auch nichts. Nikesse. Was ich mich natürlich frage, ob jetzt irgendwo nochmal was erscheint, wo wir jetzt vielleicht schon mal waren. Höp. Oh, ja, tut's. Hier ist nämlich der Zahnrad. Alles klar. Ink. Tja, wozu wurde diese riesengroße Maschine benutzt? Und warum so viel Tinte? Und warum sollen wir alle was Persönliches von unserem Arbeitsplatz mitbringen? Na gut, okay. Ich geh mal hier runter. Mal schauen. Vielleicht finden wir noch was. Hallo? Nischt? Jawohl, The Illusion of Living. Ein Buch. Das brauchten wir auch. Hier kommen wir noch nicht durch. Suchen wir weiter. Kurz mal eine Runde Dart spielen. Das muss da, also die Zeit muss doch drin sein. Jetzt schaffe ich's. Jetzt, pass auf. Oh, fast. Fast. Schade, schade, schade. Irgendwann schaffe ich's. Ja, so ist richtig. Träume groß, Steven. Träume groß. Oh, Schallplatte, Schallplatte. Schön. Büchsensuppe. Wozu auch immer. Die sind alle noch relativ gleich aus. Können wir mal kurz hier bei der Tür nochmal schauen. Niente. So, hier vorne um die Ecke.
No. So, und ist hier irgendwas drin? Ist doch bestimmt auf Toilette. Ist da bestimmt irgendwas, was wir brauchen, hundertprozentig. Aber ansonsten ist hier nichts, ne? Nee. Doch! Die Farbe! Schön. Was fehlt uns denn jetzt noch? Was fehlt uns jetzt? Ich glaube, der Schraubenschlüssel fehlt uns noch, ne? Wo finden wir denn jetzt den Schraubenschlüssel? Und das Schlimme ist, wo finden wir nochmal den Raum, wo der Pausenraum, wo wir das alles hinbringen müssen? Wo ist denn der jetzt schon wieder nochmal? Ah, ey, das ist kein Spiel für so einen Orientierungshirni wie mich. Dreh mich 8-mal im Kreis, bevor ich feststelle, ey, ist ja da immer noch der gleiche Raum. Ein Ding. So. Okay, hier war Dart spielen. Hier war das Ding. Palüm, palüm. Onkel Tom, grüß dich. Mein Badewannenkumpel. Hi. wir haben gestern übrigens bei Martin ein sehr, sehr cooles Game gezockt zusammen irgendwie, wo du die, Dave, Alter, wo du das Publikum richtig schön mit einbeziehen kannst. Und das war auch so horrorlastig. Ich fand's richtig geil, irgendwie. Ich hab's tatsächlich an der Wanne gezockt und wie sich rausstellte, Onkel Tom auch. So. Ah, hier ist der Pausenraum. So, warte mal, stellen wir das erstmal hin. Weil das Buch haben wir. Sehr schön. Wir haben das Zahnrad. Verlump. So, ist es. Team Quietscheentchen. Genau. Die Note, das ist die Schallplatte und der Schraubenschlüssel. Uns fehlt noch der Schraubenschlüssel. Wo finden wir Schraubenschlüssel? Wo ist Schraubenschlüssel? Ich mach nochmal zurück. Theoretisch würde ich ja eher denken, irgendwie, dass ein Schraubenschlüssel irgendwo ist, wo Zahnräder, Maschinen, irgendetwas in der Richtung steht. Aber ich glaube, so einfach werden sie es uns nicht machen. Die Pflanze hier irgendwo, was ist das für ein Quatsch? Ach, Boris, du arme Sau. Haben sie echt fertig gemacht. Muss schon wieder weg. Ah, schade. Tschö, Onkel Tom. Aber schön, dass du reingekickt hast. Mach's gut, ich wünsche dir einen schönen Abend. Schraubenschlüssel. Wo hast du dich versteckt? Werde wahrscheinlich auch immer und immer wieder an denselben Türen rütteln. Was? Bei ihm waren gerade einer auf der Brust. Wo? Was? Bei Boris oder was? Da schauen wir nochmal. Ja! Okay, Jojo! Super! Ey, ich hab's nicht gesehen. Schönes Ding. Vielen Dank. Guter Tipp. So. Now I just need to get the ink flowing somehow. Should be a switch around here somewhere. Ja, then I can start up the main power. Stelle den Tintendruck wieder her. Aha. Und wo? Willst du was drehen? So nah, na, Hebel, warte mal, das ist ein Stromzeichen, da wird es also nicht sein. Dann müssen wir jetzt also irgendwo Stellrädchen dafür finden. Wahrscheinlich. Da waren wir vorhin. Tja, wenn du mir noch jetzt sagen kannst, wo du war, Jojo, dann bin ich dir sehr dankbar. So, hier wird es wahrscheinlich nicht sein. Hast du so der Tintendruck? Ja, aber ich weiß nicht mehr, wo es war. Das ist das Problem. Wie gesagt, ich verliere sehr schnell die Orientierung, wenn ich hier irgendwelche markanten Punkte nicht habe, an denen ich mich orientieren kann. Komm irgendwo nicht rein. So, wo war der Knetsch? So, also ein Spiel, was eigentlich wahrscheinlich so in 4 Stunden durch wäre, brauche ich einfach mal 16 für, weil ich mich ständig verlaufe. Das ist... I'm so sorry. Ja, hier hinten war es nicht. Muss, glaube ich, hier irgendwo gewesen sein.
Sieht irgendwie alles so nach Oldschool-Disney aus. Ja, ja, ja. Wir sind quasi bei einem Cartoon-Zeichner und sind wahrscheinlich auch selber Cartoon-Zeichner. Und müssen hier irgendeinem Mysterium. Nee, hier ist Boris. Irgendein Mysterium nachgehen. Wir haben einen Brief bekommen oder eine Nachricht von unserem alten Kollegen, dass wir herkommen sollen. Hätten wir wohl nicht gemacht irgendwie, weil irgendwas ist komisch hier. Ha! Ha! Das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Ha! Unangenehm. Wirklich. Muss doch nicht sein. Ja, ein toller Cartoon, den sie da machen. Okay. Tintendruck. Da, Mann. Wow, okay, okay, okay. Das ist nicht so schön. Das ist nicht so schön. Stelle die Tintenmaschine ein. Schalte, meine ich. Okay, dann machen wir das. Obwohl ich das nicht möchte. Oh, das war ja wirklich fies da mit dem, wa? Mann, 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 Mann. Was laufe ich denn hier für eine Scheiße zusammen? Ich hätte doch bloß einfach jetzt hier gerade auslaufen können, wa? Ja, genau. Bereit, alles klar. Dann lass uns mal die Tintenmaschine aktivieren. Laufend. Ich finde es immer unheimlich. Und Licht ist weg. Schön. Ich finde es immer total komisch, Maschinen zu aktivieren, wo du nicht weißt, was eigentlich passiert. Oh, no, no, no. Oh Gott. Und nun? Schalte die Tintenmaschine ein. Ach so. Oh Gott. Oder was da? Hier hinten war, kann das sein? Ja, ich glaube hier. Oder auch nicht? Oh Mann. Verdammt. Das ist eine Scheiße. Ey. Siehst du, jetzt wünsche ich mir so ein Ding von Dead Space, irgendwie so ein Laser, der auf den Boden geworfen wird, der mir einfach zeigt, wo ich hin muss. Das wäre doch schön. Das wäre doch einfach schön. Warte mal, da ist Boris. Hier lang vielleicht? Das klingt doch alles so fies hier, ey. Nee, hier komm ich her. Oh Gott, oh Gott. Leute, ich kann mich jetzt nur dafür entschuldigen. Es wird. So, links hier zu Boris. Und hier jetzt noch zum Pausenraum, genau. Wow, falsch. Sag mal, was ist diese beknackte Maschine? Muss ich jetzt wirklich bis zum vorderen Raum wieder zurück? Ja, da beneide ich Benny auf jeden Fall jetzt nicht darum, das Video schneiden zu dürfen. Naja. Tintenmaschine, da wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Da oben steht's ja. Ja, ich komm nicht hin. Na nö. Ha! Okay, 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 laufen. Das ist ja ein Komma aus dem Workshop. Wohin? Lauf doch! Lauf! So! Mach hin, mach hin, mach hin! Wohin? Da! Ausgang! 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 Ja, lass die Tinte abfließen. Oma! Mann, nicht bitte! Oh. Es ist dunkel, kalt und hinter diesen Wänden gefangen jeder. An manchen Orten, ich schwöre es, reicht diese gottvergessene Tinte bis hinauf zu den Knien. Wer auch immer dachte, dass diese popeligen Rohre diese Art von Belastung standhalten können, hat entweder keinen blassen Schimmer von Druck oder er ist ein Idiot. Aber das Schlimmste überhaupt.
sind die Geräusche, die das System erzeugt. Wie ein sterbender Hund, der sich kaum noch auf die Beine halten kann. Verstehe mich nicht falsch, aber dieser Ort, diese Maschine, zum Teufel, dieses ganze verdammte Ding, das ist einfach nicht natürlich. Du kannst dich darauf verlassen, dass ich keine weiteren Reparaturarbeiten für Herrn Joey Dew durchführen werde. Ich finde es ziemlich blöd, dass der mir das auf Englisch vorliest irgendwie und danach einfach aus. Und macht das weg. Das ist ein bisschen doof. Bin ich dagegen. So, schön. Na, dann sind wir jetzt also im Keller. Ach, Danger. Schön. So, warum muss man jetzt bitte an einem Ort, wo Comics gezeichnet werden, dieses Bild aufhängen? Weil hier die Tintenmaschine ist? Oh, shit. So, dann lassen wir hier mal die Tinte ab. Oh, Mann, 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 Mann. Also, wie gesagt, trotz laxiem Comic-Stil, ich find's schon beängstigend, das Spiel. Kann man nicht anders sagen. Okay. Da haben wir das nächste Rad. Und damit haben wir jetzt hoffentlich erstmal die komplette Tinte abgelassen. Räume einen neuen Weg frei. Eine Axt könnte nützlich sein. The Creator lied to us. This will definitely come in handy. Angreifen. Na, das ist ja toll. Okay. Ah, diese Bretter. Nimmt. Ja, hier. Kostet den Stahl. Eine Axt. So, schön durchgehackt. So muss das sein. Der kleine Holzmacher. So, heißt aber auch, dass wir uns. Ah, nö. Ma. Ma. Oh, nee, bitte nicht. I got a bad feeling about this. Ja, das lief nicht so gut. Weiß nicht. Oder mein Herz. Sorry, Mutti.